Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Dark Souls 3. Wir befinden uns mal wieder am Feuerbandschrein, wie ihr ganz unschwer erkennen könnt. Die Feuerhüterin sitzt da hinten ganz gemütlich. Aber darum soll es uns heute natürlich nicht gehen. Wir werden jetzt dorthin zurückreisen, wo wir die Tänzerin des Nordwindtals besiegt haben. Und gucken mal, was da jetzt so los ist. Immerhin wird sie ja sicherlich nicht umsonst da irgendwie ihren Dienst angetreten haben. Irgendwas muss sie bewacht haben, warum sonst wäre sie dort? Ich weiß aber nicht was. Hoffentlich finden wir es gleich raus, wenn das Spiel uns lässt. Ja, alles klar. So, da sind wir wieder im Raum. Stell das Becken bei der Statue des enthauptenden Ritters ab. Ja, habe ich das nicht schon gemacht? Dadurch ist sie doch getriggert, oder nicht? Ist hier irgendwas? Ich habe jetzt natürlich wieder mal eine Woche nicht gespielt, kennt man ja. Hier für ein Treppenhoch, aber es hat sich jetzt kein Weg geöffnet oder so. Ha, dann wüsste ich jetzt aber ansonsten echt nicht, wo ich lang soll, wenn ich ehrlich bin. Guter Gefährte? Ist hier noch irgendwas? Hat sich jetzt hier nichts? Weil sie war doch bestimmt nicht aus Spaß an der Freude hier und schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Hä, ist doch nicht? Ich dachte eigentlich... Ah, okay, alles klar. Okay, hier hat sich jetzt ein neuer Weg für uns also eröffnet. Hochklettern, ja bitte. Komme ich jetzt hier etwa schon so dem Finale dichter? Gute Arbeit, der wahre Kampf beginnt. Wartet jetzt hier etwa gleich der Endboss? Sollte ich mit diesem Projekt fertig sein? Okay, ich guck gleich. Ich möchte mal kurz zu Ende reden. Sollte ich mit Dark Souls 3, also dem Hauptspiel, eher fertig sein, als die DLCs rauskommen? Ich weiß, dass nun Ende Oktober der erste rauskommt und der zweite soll ja Anfang des nächsten Jahres released werden. Wie genau soll ich denn das dann handhaben mit Dark Souls? Ich weiß noch nicht, ob ich dann direkt ein Nachfolgeprojekt bringen soll, weil eigentlich ist Dark Souls zu dem Zeitpunkt ja noch nicht abgeschlossen. Weil wenn ich hier jetzt in irgendwelche Gefilde komme und man mir jetzt sagt, ja, der wahre Kampf beginnt, dann weiß ich nicht. Stürzt man hier ein? Wie ich das handhaben soll. Versucht Gefangenschaft? Nein. Was soll das? Das Leuchtfeuer ist unten. So, was geht denn hier ab? Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Immer noch die hohe Mauer von Lothric, oder? Das hier wird bestimmt mal ein Shortcut. Versucht Freund. Jetzt. Da hinten steht schon mal wieder jemand. Alles klar, das habe ich mir gedacht. Also hier geht schon mal ein Weg nach unten. Merken wir uns.
Aber dann war ja auf der anderen Seite noch ein Weg. Nämlich. Ja, hier lang. Da rennt auf jeden Fall ein Gegner lang. Versucht Köder. Blocken und dann parieren. Ist das nur der eine da? Das glaube ich mir irgendwie nicht. Was geht denn da ab in diesem Raum? Oh Gott, da liegen lauter Statuen. Erweckt er die zum Leben? Irgendwas passiert da mit diesem komischen Ritter da, der da hockt, kniet, was auch immer. Der hat jetzt aber irgendeine Aura. Ach du Scheiße, hat er jetzt. Musst du hier nicht raus? Das finde ich ganz angenehm. Hast du einfach hier deine Grenze erreicht, oder was? Er geht ja immer wieder zurück, aber heilt er sich? Ich weiß halt nicht, ob in dem Raum noch was ist. Also noch ein Gegner. Oder ob es sich hier um den einzigen handelt. Und diese ganzen Statuen oder was das da ist, die da liegen, sind jetzt nicht unbedingt vertrauenserweckend. Ich liebe die Reichweite meiner Waffe. Hä? Monsieur Rotauge? Wie viele Seelen hat der mir gegeben? Über 4000? Serious? So. Du warst doch bestimmt nicht der Einzige hier, der kämpfen möchte. Oder? Große Titanitscherbe, das ist jetzt nicht so der Bringer. Man hört hier immer noch. Boah, meine Hände sind schon wieder schwitzig hoch 100. Das ist voll eklig. Liegt mal wieder an den ekelhaften Temperaturen. Es ist so etwas schwülig draußen heute. Geht da ein Weg lang? Das sind hier alles so eine Statuen. Irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl hier. Ich meine, es sieht mega geil aus, aber irgendwie. Ich gucke jetzt, ob ich da oben irgendwo wen sehe oder so. Hier ist ein Hebel. Okay, das muss man wahrscheinlich erst aktivieren, um dann hier einen Shortcut vermutlich freizuschalten. Scheinbar von. Ah, weiß ich nicht, das kann von unten und von oben sein. Okay, die Sounds sind Mindfuck. Da hinten geht's scheinbar weiter. Ist hier oben irgendwas? Nein. Boah, diese Anspannung.
Was geht hier Krankes ab, sag mal. Okay. Siehst du mich? Wie er da so anmutig runterschreitet, alles klar. Oh. Gleich noch einer. Wartest du da jetzt oder was machst du da? Du hast mir gerade noch gefehlt, ey. Kommst du hierher? Ihr habt nämlich alle Schiss. Ist so die magische Schwelle oder was? Und nicht mal rechtzeitig deinen Schild wieder hoch. Aber die halten auf jeden Fall mehr aus, als die, die draußen rumdümpeln. Also vor dem Raum mit der Tänzerin drin. Oh, das wird noch witzig hier. Ganz im Ernst. Ich weiß noch nicht so genau, für wen. Vielleicht für euch. Au. Ich heile mich sicherheitshalber. Die machen tatsächlich ganz geil Schaden, wenn sie denn mal treffen. Sag mal, ist wie im Schießbudenverein oder was wird das hier? Mann! Du Arsch, bist zu schnell. Na, du kleine Leberwurst. Geh weg. Keiner mag dich. Du bist die Grobe. Ich mag lieber die Feine. Nein, ist gelogen. Ich mag gar keine Leberwurst. Wenn ich ehrlich bin. Upp. Einmal. Bitte. Danke. Ausdauer und so. Na, komm her. Danke. Jetzt traust du dich mal wieder. Das war dein Verhängnis. Umso besser. Du kleines Arschkind. Lass den Scheiß mal bitte. Tschüss. Scherben. Toll. So, sonst noch was? Ich sag ja, die halten ordentlich was aus. Ups, das wollte ich nicht. Ich bin nur gerade wieder dabei, mir die Finger abzuwischen, weil mir extrem warm ist und meine Finger schwitzen wie sonst was. Bist du alleine? Ich kann das gerade nicht so richtig abschätzen. Hier halten sie wieder den Kopf in der Hand. Lass mich verarschen. Hockt hier noch einer? Sieht im ersten Augenblick nicht so aus. Oh, dass meine Hände so dermaßen schwitzig sind, nervt mich. Na, guten Tag auch. Größer ging der Raum nicht, oder was? Was geht hier gleich für eine kranke Scheiße ab, hä? Warum bist du dann verreckt? Hat mit irgendwem gekämpft oder gegen, wie auch immer. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich glaube, ich möchte erstmal umdrehen und den anderen Weg mir angucken. Ich behalte das hier aber im Hinterkopf.
Warum sind die hier? Was ist damit passiert? Warum liegen sie überhaupt so? Ah, das kennen wir ja schon. So, da wollte ich raus, ne? Ja, genau, da war nix. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hier bin. Ob das immer noch die hohe Mauer ist von Lothric oder was? Oder wie? Oder wer? Oder wo? Oder überhaupt? Ich dachte gerade hier vorne... Wow. Du musst da ziemlich stark sein. Oder kommt hier noch mehr? Sind wieder irgendwelche Gargoyles, die hier gleich auf mich springen? Oder diese komischen Krähen-Dinger oder so? Was war das? Boah, ich heile mich einmal. Ups. Ich wollte eigentlich das machen. Super, ich liebe es, auf so engem Gebiet zu kämpfen. Wow. Au. Blick ist hier auch wieder echt mega beschissen. Du hältst ein bisschen mehr aus als deine Kumpels in der Kapelle des... oder Kathedrale des Abgrunds. Lass mir bitte einmal ein bisschen runter. Heil dich. Oh, du Sau. Ich hänge fest, fest, fest. Oh, Oh, schade. Boah, du hältst aber viel aus mit deinem Glühstäbchen da. Boah, ich muss mich mal heilen, bitte. Du Arsch, Hauptsache du heilst dich erstmal. Gott sei Dank, war gerade einmal kurz. Eine Glut, danke. Boah, Mann, ey, wenn die Gegner hier alle so sind, na herzlichen Glückwunsch. Da bin ich ja in einem richtig tollen Gebiet gelandet. Die hohe Mauer von Lothric in Krass, oder wie? Da scheint ich aber einige auf dem Gewissen zu haben, wenn ich mir das mal so angucke hier. Achso, ich wollte gerade sagen, worauf, was raschelt hier so? Okay. Kann ich nichts erkennen, ist wie Nebel da drin. Giftgas? Feuer. Okay, damit kann man den Fahrstuhl wohl rufen. Giftgas, na, herzlichen Glückwunsch. Sieht ja auch nicht gerade anheimelnd aus, muss man sagen. Oh, hätte man da aussteigen können? What? Was geht denn da hinten ab für eine kranke Shitness? Kommst du hier rein? Das Ding kommt hier rein. Wirklich? Na super. Das sind ja echt rosige Aussichten. Ich hatte die Hoffnung, das Ding passt da nicht durch. Ja gut, was machen wir denn da jetzt? Das ist jetzt wieder mal die Wahl zwischen Pest und Cholera, ey. What the fuck? So, wo kommt man da unten hin? Wo kommt man da oben hin? Ich bin total überfordert. Schon wieder so viele Wege. Ganze satte zwei Wege. Naja.
weiß ich natürlich nicht, ob das eine nur so ein optionaler Weg ist. Das eine quasi der Muss-Weg. Anheimeln sind beide nicht. Das Ding ist, ich weiß auch nicht, diese großen Räume sind immer sehr, sehr unbehaglich. Ganz im Ernst. Klebt nur die Leiche da unten. Ich weiß auch nicht, warum ich wirklich so mega die Schweißhände habe. Das ist richtig eklig. Was geht hier gleich ab? Vielleicht kracht der Kronleuchter runter. Das wäre noch eine Idee. Oder irgendwas Unsichtbares ist hier. Da links scheint irgendwas zu sein. Geradeaus kann man gehen. Rechts ist aber womöglich auch noch ein Weg. Ach, da ist ein Leuchtfeuer. Hi. Hab ich nicht gesehen vorhin. Ich raste aber mal noch nicht. Wie ein Traum. Kann hier aber nichts machen, oder? Nein, ich kann das nur zerstören. Okay. Da geht's scheinbar weiter. Ist das der Raum von oben, in dem ich gegen die Tänzerin gekämpft habe? Sieht fast ein bisschen danach aus, ne? Könnte hinkommen mit dem Teppich da unten. Alles klar, hier kommt man von oben da wieder lang und könnte dort dann zum Leuchtfeuer. Warum auch immer, aber die Option bestünde. Was ist hier los? Eine Mimik oder? What? Wer rastet denn hier gleich aus? Alter, was geht hier ab? Wirklich. Und du da, was mit dir? Du bist einfach nur ein bisschen am Chillen, oder was? Hältst auch geringfügig mehr aus als früher, aber bist immer noch keine wirkliche Problemquelle, wenn wir mal ehrlich sind. Titanitbrocken, oh, sehr schön. Was ist das denn? Was ist das denn da? Was sind das denn für zwei Gestalten? Aus wie so eine Kreuzung aus Gestrüpp und Drache. Wer ist das denn? Irgendwas ist doch hier nicht sauber. Weiß auch gar nicht, wie ich auf sowas komme. Ja, dann komm doch runter hier, du. Ihr seid immer noch genauso leicht zu beeinflussen wie damals in Dark Souls 1. Hatte ich, glaube ich, noch nicht. Wie viele von euch Dingern sind denn das hier? Es gefällt mir nicht. Also optisch ja, aber irgendwie... Was sind denn das für Dinger, sag mal? Also schon so leicht beunruhigenden Touch. Wow, du warst aber schnell. Du kleiner, kleiner, kleiner.
Küchenhelfer. Das habe ich mir gedacht. Was? Wirft hier gerade wieder einer mit den Talismanen auf mich? Wirklich? Ist das alles, was ihr könnt? Diese Scheiße auf mich werfen? Ja, dass hier irgendwas nicht sauber ist, das riecht man. Ih, wer bist du denn? Ist das denn? Ach! What the? Alles klar, Kumpel. Oh ja, Brummkreisel, der Bruder des Brummkreisels, oder wer bist du? Alles klar. Ich muss mich heilen. Dringendst Heilung. Schon geile Moves drauf, Kumpel. Und du hast eine andere Waffe. Ich glaube, dein Kumpel damals hatte eine helle Bade. Kann das sein? Oder dein Bruder oder deine Schwester oder keine Ahnung. Vielleicht teilt ihr euch auch einen Arsch. Große Titanitscherbe. Pff, von dir hätte ich echt mehr erwartet, mein Freund. Also an Loot, nicht was er drauf hat. Noch mehr von euch hier? Heißt du? Nö. Funkeltitanit? Oh, ich sehe nichts. Hier steht quasi nur der Typ rum, oder was? Lügner, Illusion. Wow! Okay. Was ist denn das? Also ja, ein Bild sehe ich, aber ich meinte jetzt eher... Verfluchst aber nicht? Geflügelter Ritter. Das ganze Rüstungsset. Muss ich mir gleich mal angucken. Oh. Schreist du? Heilig Blütenschild. Okay. Das sind alles Sachen, die ich mir mal in Ruhe durchlesen muss. Wie viel brauche ich? 30.000. Also. Ich brauche noch ein bisschen über 10.000 und dann kann ich wieder aufsteigen. Da würde ich sterben, würde ich meinen, wenn ich da runterfliege. Und das ist im Prinzip das andere unten. Also bringt mir das hier nichts. Können wir hier nochmal gucken, ob hier... Ups. Ob hier irgendwas ist. Mein wozu, aber kann ja manchmal sein. Hier noch irgendwas hinter? Nein. Okay. Ach, 6 Flakons, das ist echt nicht viel. Okay, meine Lebensenergie ist nicht ganz voll, aber das ist nicht so schlimm. So, diese Dinger da, die sind mir echt ja viel, ist aber geheuer nicht. Hör auf zu laggen, Spiel, ich wäre dir sehr verbunden. Wow! Ich mich erschrocken. Ja, das ist wieder... Ach, du da oben bist das. Kleine Dampfmakrele. Die werfen wirklich mit diesen Talismanen oder Untotenjäger-Amuletten, wie auch immer es hier heißt.
Und die erlauben mir ja nicht, dass ich mich heile. Alter, willst du mich verarschen? Ey, wirklich. Kumpel. Ey, really? Diese Dinger sind mir überhaupt nicht geheuer. Ich weiß nicht, was sie zu bedeuten haben, aber was gut ist, ganz bestimmt nicht. Der sagt mich wirklich von der Seite erwischt. Man mag es gar nicht glauben. Hauptsache ich trete erstmal. Boah, Heilung. Schnell. Boah, der hält aber echt ordentlich aus. Meine Güte. Hinten saß aber noch einer, oder? Nee. Doch. Genau dich meinte ich. Boah, Alter, was? Du machst ja Schaden. Was ist denn da los? Brandbombe. Titanit brauchen zwei Stück. Geil. Ich brauche, glaube ich, vier Stück, um meine Gläfe nochmal aufzubessern. War hier noch mehr. Ich weiß gerade nicht, ob ich da unten schon war. Nee, das sieht ehrlich gesagt eher nach Zeug aus, das ich noch nicht gesehen habe. Ja, wo zur Hölle bin ich denn hier jetzt? Ich möchte gerne wissen, ob das hier immer noch... ...die hohe Mauer ist. Nur mit stärkeren Gegnern, quasi. Ist mir egal. Oh wow. Da kniet der Sack sich wieder hin. Ich habe gerade stillgestanden und er hat mich trotzdem nicht getroffen. Das finde ich gut. Schlecht finde ich hingegen meinen Heilvorrat. Oh. Die Viecher sind tatsächlich ganz anstrengend, wenn sie mal treffen. Alter, Schädelspalter Deluxe. Spädelschalter. What? Wie finde ich das denn? Da habe ich aber mal seinen Rückhandschlag getroffen. Ich glaub das ja nicht. Du bist aber ganz schön gerieft, doch. Aber ein bisschen braucht's noch, dann... What? Was ist das da? Hier vorne hockt noch ein Ritter. Sieht zumindest sehr stark danach aus. Okay, nein. Aber was ist da oben los? Ist das ein Leuchtfeuer? Schon wieder? Was ist denn hier los? Kann man hier irgendwo durch? Das wäre wahrscheinlich purer Selbstmord. Das Ding lebt doch. Ein Drache. Ist das der, den ich damals mal angeschossen habe?
Der ist bestimmt total erpicht, mich zu sehen hier. Ach du Scheiße. Ausgerechnet hier ist ein Leuchtfeuer. Na, guten Tag. Weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Ich meine, tendenziell finde ich Leuchtfeuer natürlich cool, aber... Wofür kann ich denn hier hin? Komme ich hier etwa irgendwo ran? Oh, da oben nicht. Diese komischen Gestalten da. Boah. Was haben wir denn hier eigentlich? Gut. Nein, möchte ich nicht. Ich wollte mir dich nur angucken. Du siehst aus wie Artorias damals. Ich weiß es nicht, ob ich hier weitergehen will. Hallo? Könnte ich mir damit aufhören? Kommt man hier runter? Irgendwo? Na, hier zumindest nicht. Hier wird man sterben. Bringt also eh nicht viel. Selbst wenn man da lang käme. Aber wie kommt man denn an den anderen Loot ran? Ja, von hier kam ich doch. Das hier ist ja dieser Weg, den ich gegangen bin, hier durch. Ach so, seht ihr mal, ich habe die Truhe noch gar nicht. Und hier, was ist hier los? Das ist wie... Lass mich raten. Nicht? Hätte ja gut sein können, dass da wirklich was ist. Bist aber wohl keine Mimik. Kapuze des Gebets, Robe des Gebets. Okay. Alles ein bisschen merkwürdig hier, wenn ich ehrlich bin. Hier war auch nicht so viel. Tja, aber was da unten ist, das muss ich ja auch noch irgendwie rauskriegen. Ich habe jetzt zwei Leuchtfeuer freigeschaltet in diesem Gebiet in relativ kurzen Zeitabständen. Ich weiß nicht, ob mich das irgendwie freuen soll oder ob das eher beunruhigend wirken sollte. Ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Das Spiel ruckelt ab und zu. Es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, woran das liegt. So. Wenn hier unten denn schon wieder so Giftscheiße ist, ne? Da war ja eine Nachricht, die das geschrieben hatte. Na gut, es kann natürlich auch eine Lüge gewesen sein. Aber mal gucken. Gucken, ob dieses Ding sich beruhigt hat. Ey, ich sag mal, im E-Fall hole ich mir das dann halt und gehe dann wieder zurück. Wenn ich sterbe, meine ich. Hier kann man bestimmt auch aussteigen, also... Okay, das Ding ist wieder weg. Scheint mir zumindest so. Ist das jetzt komplett abgehauen? Da hinten steht aber einer. Das ist wirklich Gift. Ach du Scheiße, auch noch das schlimme Gift. Aber wo ist dieses komische Ding? Will ich hier weitergehen? Ich weiß es nicht so recht. Ich weiß es nicht. Aber wer weiß, was da unten abgeht? Und wer weiß, wo da ein neues Leuchtfeuer ist? Wenn überhaupt. Vielleicht sollte ich mir das hier noch ein bisschen aufheben. Ah, ich bin so hin und her gerissen. Merkt man gar nicht, ich weiß. Mir fehlen noch... Bisschen über 6000 Seelen zum Aufstieg. Ist auch verdammt viel, ne? Aber ich habe ja auch noch einiges im Inventar. Das Schöne ist aber auch, dass ich jetzt schon wieder drei Brocken habe. So, da wird man bestimmt dann von unten irgendwie was freischalten. Ja, was mache ich? Das ist die Frage.
Geheuer ist mir nichts davon, wenn wir mal ehrlich sind. Ich habe auch mal Angst, dass ich sie irgendwie invaded werde. Schau. Also ich habe hier das Leuchtfeuer gar nicht gesehen. Witzigerweise. Ich hätte auch wirklich gedacht, das ist vielleicht so in Anlehnung an Anor Londo von Teil 1, wo das ja auch so war, dass in diesem einen Kamin ja ein Durchgang war, wo man letztlich dann Havels komplettes Rüstungsset finden konnte. Das hier ist halt auch echt. Wie kommt man da hin? Dieses Vieh ist halt auch echt. Diese Dinger da oben, ich sag ja, die sind mir auch echt nicht geheuer. Wo geht's denn überhaupt lang? Also da hinten sehe ich Loot. Vielleicht kann man da zu dem Tor hin. Das Ding wird garantiert eh gleich anfangen, Feuer speien. Die Frage ist halt, ob man den besiegen kann. Oder ob der sich halt wieder verpisst, wenn irgendwas ist. Kann ich von hier vielleicht irgendwas reißen? Ich versuch mal was. Kratzt ihn nicht, okay. Aber er lebt auf jeden Fall. Man sieht ihn atmen. Stehe ich zu weit weg? Kann das sein? Also, man sieht, dass die Pfeile treffen. Sie tun ihm aber nichts. Jetzt. Oh mein Gott, was? Zwei? Oder sehe ich das gerade falsch? Nee. Ach du Scheiße. Das ist ja richtig witzig. Ich habe mein Shay. Oh ja. Ich sehe, es macht richtig viel Schaden. Elf. Wow. Hey. Alter. Der eine ist ein ganz weißer, der andere ist halt schon ein bisschen abgeranzter. Ups. Vielleicht magst du es im Knie nicht so. 4 Schaden. Okay, interessiert ihn überhaupt nicht. Hat zwei so eine dicken Dinger hier hingesetzt, ey. Aber warte mal, der hat da so eine Stelle am Hals. Magst du es da besonders wenig? Oh, du, das kriegen wir hin. Die massiere ich die besonders gern. Scheiße. Alter, seht ihr, wie viele Pfeile da schon drin stecken bei ihm? Meine Freunde seid ihr ganz bestimmt nicht. Leider. Ich hätte gern so einen Drachen, auf dem ich durch die Welt reise. Reite, wie auch immer. Ey, ganz im Ernst. Nie im Leben kriegt man die so kaputt. Da brauchst du schon keine Ahnung, was für Pfeile.
Aber wisst ihr, was für eine Idee mir da gerade kommt? Ich würde mal sagen, das tut schon etwas mehr weh. Aber halt auch noch nicht so mega, ne? Heilt er sich zwischendurch? Nee, oder? Ich mache ihm halt einfach nur gefühlt keinen Schaden. Boah, wie viel Ausdauer man damit verbraucht. Das ist schon Wahnsinn. Huch. Vielleicht sollte ich auch mal die Pfeile wieder wechseln. Wäre vielleicht eine Idee. Ich glaube, mit Giftpfeilen komme ich da nicht weit. Man kann es trotzdem versuchen, aber ich glaube nicht, dass das viel bringen wird. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich Feuer speien oder nicht. Ich glaube nicht, dass man die vergiften kann. Da gibt es bestimmt irgendeinen Trick bei denen. Hier ist ja fast mein Sturmherrscher rausgeholt, aber da stand ja nur was von Riesen. Und nicht von Drachen. Weil die Giftpfeile sind in diesem Teil tatsächlich gar nicht mal so geil. Mal unabhängig davon, ob die jetzt hier überhaupt zur Vergiftung beitragen können bei diesen Drachen. Aber ganz ehrlich, wir haben ja auch schon versucht, andere Gegner zu vergiften, beziehungsweise wenn man sie vergiftet hatte, so viel hat das gar nicht geholfen. Damals war das ein bisschen was anderes. Da war das halt echt so, wenn man einen Gegner vergiften konnte, ist der quasi instant verreckt an dem Zeug. Oder halt vielleicht noch einmal nachlegen, aber da gab es auch wenige, die wirklich irgendwie nicht empfänglich waren für Geld. Für Gift, meine ich. Boah, ich weiß nicht, wie viele Jahre das hier noch dauern soll. Ich weiß nur nicht, ob es dann hier ein Weiterkommen für mich gibt. Speien die denn Feuer? Was machen die denn da? Also, sie sitzen erstmal da und regeln ihre Hälse umher, aber das kann ja eigentlich nicht alles sein, was die Dinger hier machen. Gut, ich lasse das jetzt erstmal. Habt ihr euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewünscht, dass ich mal das aufhöre damit? Ich werde mal. So, was ist denn, wenn ich von hier komme? Kommt dann dein Begeisterungssturm oder was? Mein Glück ist in dieser Hinsicht jetzt gerade, dass mein Schild eigentlich ein ganz guter Feuerschild ist. Alter, diese Lags zwischendurch, die nerven mich jetzt schon so ganz leicht. Oh.
Gott sei Dank. Wow. Langspeer, Ritterstulpen. So, was haben wir hier noch? Großlanze. Erstaunlich friedlich bis jetzt, die Dinger, muss ich sagen. Keine Ahnung, wie lange sie das sind, aber im Moment... Die Frage ist halt wirklich, bewachen die irgendwas? Kommt man da irgendwo durch? Okay, sie speien doch Feuer! Aua, 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 wow. Heil mich mal bitte. Also meine Frames gehen da oben tatsächlich ein bisschen runter. Also wenn man hier dichter ist, dann war es das mit friedlich sein. Sag mal, warum laggt das hier so? Finde ich unschön, wirklich. Ich weiß noch nicht so richtig. Okay. Egal, ich werde jetzt erstmal zum Feuerbannschrein reisen. Drachenhort. Oh, Burglothric heißt das Ganze. Na, dann sagt mir das doch mal einer. Drachenhort. Ach du heilige Scheiße, Junge. Na, das wird ja noch sehr witzig mit denen. So, ich brauche erstmal... Wie viel Seelen brauche ich genau? Sagen wir mal, ich brauche 3000 Seelen. Gehen wir erstmal zu Trollnelda hier und gucken mal, was 3000 Seelen abwirft. Verkaufen bitte. Hier haben wir noch eine. Okay. Ashen One. Ja, ich möchte erstmal schnell leveln gehen, danke. Aufsteigen. Vielleicht sollte ich Geschicklichkeit oder mal Stärke nochmal wieder. Stärke vielleicht. Wir machen mal Stärke. Okay, danke. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie sieht's um meine Pfeile bestellt aus. Habe ich noch genug von den anderen? Oh, geht auch noch. Brauche ich erstmal nicht. Weiß ich trotzdem noch nicht so richtig, wo ich jetzt lang gehen soll. Ob ich wirklich da jetzt bei den Drachen lang soll oder lieber unten da versuchen soll mit dem Gift. Aber wenn ich da lang gehe, wo dieses Giftzeugs ist... Ups, und bitte... Was wollte ich noch? Das. Genau. Wie teuer sind die Dinger mit Blume eigentlich? Gehe ich nochmal schnell gucken. Gegebenenfalls hole ich mir dann nämlich gleich nochmal welche. 1001, so ein Ding, ey, Wahnsinn. 1000. Warte mal, eine 3000er. Hole ich mir hiervon nochmal 3 Stück. Okay. Sonst noch immer Schickes hier. Sieht im ersten Moment nicht so aus. Scheint alles Zeug zu sein, das wir vorher schon kaufen konnten. Okay. Gut. Ich glaube, ich gehe in der nächsten Folge dann da lang, wo dieses Giftzeugs ist. Bis dahin, liebe Leute. Tschüss.